Ja, hallo und herzlich willkommen zur Pressekonferenz anlässlich unseres Heimspiels am kommenden Samstag gegen den VfR Aalen. Anschluss im Homburger Waldstadion ist um 14 Uhr. Noch ein Hinweis zu unserem Pokalspiel gegen Röchling-Völklingen. Das wurde vorverlegt auf den 19. Oktober. Anschluss ist um 19 Uhr. Ja, bei mir wie immer zur PK unser Trainer Timo Wenzel und von Seiten der Spieler Damian Macheta. Damian, wir fangen mit dir an. Den Saisonstart haben wir etwas verbockt, danach eine Siegesserie. Am Samstag gab es dann wieder so einen Ausrutscher. Wie hast du jetzt so das erste Saisondrittel wahrgenommen? Ja, wie du jetzt gesagt hast, wir haben da nicht gut gestartet, so wie wir uns auch vorgestellt haben. Ja, also viele Dinge haben nicht so gut gepasst, aber Gott sei Dank haben wir uns nach ein paar Spielen haben wir uns gesammelt und dann haben wir, wie gesagt, 5 Spiele in Folge gewonnen und das soll uns so ein Maßstab sein und einfach weitermachen. Ja, weil, wie gesagt, nach hinten wieder zu gucken, was schlecht war, was gut war, bringt nichts. Wir müssen einfach wie der Trainer immer gesagt hat, diesen Schwung mitnehmen und ich glaube, wenn wir gucken, was wir alles gut gemacht haben in diesen 5 Spielen, müssen wir auch weitermachen. Und wie gesagt, am Samstag kommt da auch ein Gegner. Ich will jetzt nicht viel über den reden, aber natürlich, wir respektieren die. Die haben auch eine gute Saison. Die spielen ja auch jetzt gut eine Saison, aber ich glaube, die spielen zu Hause, wo wir noch ungeschlagen sind. Und das soll für den was bedeuten, weil wir gehen auf jeden Fall auf Sieg. Was sonst? Wenn wir zu Hause spielen, dann wollen wir weiterhin ungeschlagen sein. Und ja, wir hoffen am Ende auf eine beste Ergebnis. Danke, Damian, schon mal bis hierher. Ja, Timo, kommen wir zu dir. Wie immer zunächst der Kader. Wer steht dir zur Verfügung? Wer fällt aus? Und was erwartest du für ein Spiel am Samstag? Ja, Damian hat es ja schon richtig gesagt, dass wir auf uns schauen, dass jetzt speziell fürs Wochenende ist es so, dass natürlich die Langzeitverletzten fehlen, wenn wir mit dem anfangen. Mit Hoffer, mit Patti, mit Göss, mit Dolly, Steph und auch Ivan werden natürlich länger ausfallen. Da habe ich letzte Woche, vor 2 Wochen, habe ich leider 2-3 Spieler vergessen, weil die Liste so lang ist. Deswegen müssen wir da wirklich alle Kräfte bündeln unter der Woche. Da dürfen wir auch nicht überpacen im Training. Mart Ristl war angeschlagen, hat jetzt gestern ein bisschen weniger gemacht, beziehungsweise gar nicht trainiert. Scholli, Stegi und Daniel waren leicht angeschlagen, haben eine leichte Grippe gehabt, aber ich gehe davon aus, dass sie wieder heute voll einsatzbar sind oder einsatzfähig sind. Gestern haben die Jungs zum Teil auch schon einiges mitgemacht, aber noch nicht voll. Und ansonsten, klar, Samstag ist ein Heimspiel, was ich vorher schon gesagt habe. Damian hat schon alles richtig gesagt. Wir haben am Wochenende leider verloren. Wir müssen immer wieder das Positive rausziehen, was wir in den Spielen positiv gestalten. Die schlechten Dinge, die wir nicht gut gemacht haben oder auch bei den Gegentoren, das einfach abstellen und dann spielen wir zu Hause vor unseren eigenen Fans. Und das muss uns Auftrieb geben, das muss uns Selbstbewusstsein geben. Und deswegen freuen wir uns auf Samstag. Weil ich glaube, die Elf, die am Samstag auf dem Platz stehen werden sich zerreißen, weil wir letzte Woche kein gutes Spiel gemacht haben. Und von daher müssen wir den Fans und auch den Zuschauern wieder was zurückgeben. Danke dir, Timo. Und nun eure Fragen zum Spiel gegen Aalen. Was hat denn der Voll? Knie. Patellasehne ist gereizt. Ich mal weiter. Es ist ja doch auffällig, dass man in den letzten Jahren, nicht nur unter Ihrer Trainerregie, sondern auch Ihre Vorgänger, Vorgänger, dass man immer wieder Punkte abgibt gegen die Mannschaften aus der unteren Tabellenhälfte. Das waren letztes Jahr 33, da waren nur 3 Punkte, glaube ich, bei Ihnen dabei. Dieses Jahr sind es jetzt schon wieder 9 Punkte. Und jetzt kommt ja so Mannschaften wie Aalen jetzt, ich sage jetzt nicht noch Gießen, das ist später. Aber jetzt kommt wieder so ein Gegner Aalen, wo jeder mit einem Sieg rechnet. Und jeder muss eigentlich aufgrund der Vergangenheit auch befürchten, dass es dann nicht so läuft. Vielleicht kann man auch da mal Markeder dazu was sagen. Wie schwierig ist es denn, gegen Mannschaften zu spielen,
wo man, jeder sagt, das gewinnt ihr, oder um die letzten Prozente auszukitzeln, das sagt der Trainer ja immer, aber das ist ja logisch, aber ihr spielt lieber wahrscheinlich gegen Steinbach, weil dann jeder sagt, oh, das wird ein schweres Spiel. Aber gegen Aalen sagt jeder Fan, das ist ein klarer, das gibt einen Sieg, oder gegen Schott Mainz und so weiter. Wie schwer ist es denn aus deiner Sicht, gegen solche Mannschaften zu spielen, die jetzt hier nicht gerade Hurra-Fußball spielen? Das ist Aalen mit Sicherheit auch nicht so der Gegner. Ja, also es Fakt ist so wie du gesagt hast, dass gegen so, sag mal so, nicht so gute Gegner spielen nicht so gut, aber ich sehe jeden Gegner, dass er eine Stärke hat, und dieses Jahr ist auch, dass diese Liga ist ganz vergleichbar ist und jeder kann jeden schlagen, aber ich bin mir sicher, wenn wir unsere 100% immer geben, dann können wir gewinnen gegen jeden Gegner, und das soll unsere sag mal so Ziel sein. Und ja, auch mit den Fans und mit der ganzen Mannschaft, das ist ja das klappt einfach. Und wir müssen nur dran glauben und selbst fahren. Man hat schon so ein bisschen den Eindruck, dass also so ein Gegner, der mit 11 Mann vor dem eigenen Tor steht, dass man da kaum durchkommt. Ne? Das sieht man mal wieder. Ja, das ist ja auch eine leichte Aufgabe, weil wenn man gut verteidigt, dann ist auch die Lücken sind auch zu eng, und auch wenn wir die Champions League gucken, wenn man gut verteidigt, dann ist auch dann ist auch Barcelona hat auch Probleme. Von daher wir müssen, wie gesagt, dran arbeiten und immer wieder versuchen, diese Lücke zu finden, und wichtig ist, dass du Geduld hast, dass du Geduld bleibst, und dann am Ende glaube ich, dass das klappt. Wenn ich noch was dazu sagen darf, also grundsätzlich ist es ja so, dass alle Mannschaften in dieser Liga eine gewisse Qualität haben. Das ist nicht nur die ersten 5 oder 10, sondern das sind auch die Mannschaften, die hinten dran sind, wenn man sieht, was vor 2 Wochen, 3 Wochen noch war. Wo wir standen, da hat dann jeder gesagt, oh, was ist da los? Da irgendwie können die nicht mehr kicken, oder was ist da los? Bei den anderen Mannschaften ist es halt dann so, dass die halt sukzessive halt dann immer wieder tiefer rutschen. Ist natürlich nicht unser Anspruch, aber deswegen haben wir uns dann auch da gefangen, weil es einfach mit Arbeit zu tun hat. Es hat nichts damit zu tun, wenn du ein guter Spieler bist, dass dir das alles in die Waagschale geht und in die Liga gelegt wird, dass du auf einmal am Wochenende auf den Platz gehst und sagst, naja, ich mache halt heute mal 60% und das wird schon funktionieren. Wir sind ja eine gute Mannschaft. Ich bin ja ein guter Spieler. Und das sind alles so Dinge, wo diese Eigenmotivation einfach dann bei jedem Spieler, bei dem Trainer auch natürlich, muss jeden Tag da sein. Und wenn die Fans natürlich sagen, wir gewinnen am Samstag gegen Aalen, wir gewinnen gegen Schott Mainz so easy, so leicht. Ich weiß dann halt auch nicht, ob die Jungs dann auch in dieser Lage mal selber waren, in gewissen, egal ob es jetzt in der Kreisliga ist oder in der Bundesliga. Ich bin da wirklich absolut, wirklich neutral, weil ich bin mir immer der Meinung, auch wenn ich jetzt hier mal Kirberg anschaue, vielleicht mal an einem Samstag oder Sonntagmittag, da gewinnt dann halt auch der Letzte oder der Vorletzte gegen den Dritten. Aber ich glaube jetzt nicht, dass die den Gegner irgendwie unterschätzen oder so, aber es ist halt der Fußball, es sind 11 gegen 11, und es gibt eine Tagesform, und je höher es geht, umso mehr entscheidet die Tagesform und auch die persönliche Leistung von jedem Spieler. Es spielt nicht jeder gleich. Natürlich, wenn du 34 Spiele in der Liga auf einem Top-Niveau spielst, egal ob dritte Liga, dann spielst du nächstes Jahr in der zweiten Liga. Und wenn du das in der ersten Liga machst, dann verdienst du halt nicht 1 Million, sondern 5 Millionen. Und das ist einfach die große Kunst, Woche für Woche seine Leistung einfach abzurufen. Deswegen sind manche halt in der ersten Liga und manche spielen dann halt in der Kreisliga. Also Freunde von mir spielen in der Kreisliga. Ich bin da sehr, sehr gerne und mir macht das unheimlich viel Spaß. Aber das ist in meinen Augen einfach, das ist einfach der Fakt, und den muss man, glaube ich, auch mal so deutlich dann auch sagen. Und es ist keine Kritik gegen irgendjemand oder gegen meine Spieler oder gegen die Spieler der Kreisliga oder gegen die Fans, gar nicht, im Gegenteil. Sondern ich will einfach, dass ihr Fans, auch der Verein, wisst, was am Wochenende einfach, auf was es ankommt. Und wir sind dafür bereit und wir müssen das einfach Woche für Woche abrufen. Wie erwarten Sie denn den Gegner Aalen am Samstag?
Da noch ein paar Worte zum Gegner vielleicht. Da muss ich Sie leider enttäuschen. Ich werde heute über den Gegner nichts sagen. Ich weiß, wie schwer wir uns getan haben in Aalen. Es war auch von uns, glaube ich, Ivan macht in der 94. Minute, glaube ich, das 1-1 Kopfball. Es war kein gutes Spiel von uns. Wir haben letzte Woche auch gesagt in Balingen, wir müssen nochmal eine Schippe drauflegen. Das haben wir leider nicht gepackt. Und deswegen bin ich aber guter Dinge, dass wir das am Samstag machen und dass wir die Mannschaft sehen, die geil ist, das Spiel zu gewinnen. Ja, vielleicht noch eine Frage an den Damian. Hast ja eben die Saison des Teams insgesamt beschrieben. Vielleicht kannst du auch einen persönlichen Einblick da geben, wie du mit deiner Saison bisher zufrieden bist oder eben nicht zufrieden bist. Ja, wie ich jetzt am Anfang gesagt habe, am Anfang haben wir nicht so gute Spiele gemacht und da, wo ich auch gespielt habe, war es jetzt nicht so gut und natürlich, dass man was ändern muss und mit meiner persönlichen Quote bin ich gar nicht zufrieden, weil ich bin auch der Typ, der Stürmer ist und der will immer wieder der Tore machen will. Aber wie gesagt, ich muss einfach weiter arbeiten und an mich selbst auch mehr noch was zu trainieren oder dass man das irgendwie zurückbekommt, weil von alleine kommt das nichts und wie gesagt, ich muss nur weiter dran glauben und ich bin mir auch mehr als sicher, dass die Knoten irgendwann platzen und das wird das im nächsten Spiel so. Ich hake da mal nach, wie sehr zehrt das denn an den Leistungsdruck, wenn man immer auf der Bank sitzt, kommt dann eine Viertelstunde oder 20 Minuten rein und gewinnt nicht viel, auch nicht nur, gut, ich will jetzt nicht die Niederlage in Balingen an dir festmachen, sondern auch an anderen, aber es ist doch auffällig, dass dir nicht so viel gelingt. Ja, wie gesagt, ich bin selber auch sauer, weil wenn man, egal welcher Spieler, wenn man ein Spiel ist, der sauer, das ist ja auch klar, aber der Spieler, der nicht sauer ist, dann muss der gar nicht diesen Job machen und der ist nicht für diesen Job, also der soll einfach Fußball nicht mehr spielen. Und natürlich, wenn man so wenig Zeit kriegt, dann manchmal klappt das, manchmal kommst du 5 Minuten rein und schießt du ein Tor. Aber wie gesagt, das ist ja alles deine Entscheidung und wir müssen das respektieren. Und wenn du 10 Minuten kriegst, dann musst du die 10 Minuten einfach alles Beste aus dir, musst du dir alles Beste geben und wird das irgendwann belohnt. Dazu möchte ich auch gerne noch was sagen. Damian hat das super gesagt. Es ist immer unheimlich schwer, wenn man als Stürmer oder als Abwehrspieler, ist ja völlig egal, nicht spielt, dass man trotzdem immer weiterhin an sich glauben muss. Und wir sehen nicht diese 10 Minuten oder Viertelstunde oder 20 Minuten oder 30 Minuten, die ein Spieler spielt, wenn er reinkommt oder jetzt gerade bei Damian. Wir wissen, wie er trainiert unter der Woche, dass vielleicht auch das eine oder andere nicht funktioniert oder mal nicht klappt. Das ist aber bei jedem Spieler so. Wir probieren sie zu unterstützen. Klar ist man dann sauer, wenn man nicht spielt, aber man muss einfach daran glauben. Und der Umgang muss immer respektvoll sein. Man muss diszipliniert sein auf dem Platz, im Training und außerhalb des Platzes. Und da gibt's keine Probleme. Und deswegen wird die Zeit auch kommen für den einen oder anderen wieder, weil wir sind alle Fußballer gewesen. Wir wissen, wenn die Zeit kommt, musst du da sein, so wie er es auch gerade gesagt hat. Und da musst du immer nach vorne schauen und immer positiv bleiben. Wenn es... Ja, vielleicht nur noch mal ganz kurz die Frage wegen des zurückliegenden Spiels, wie danach vielleicht in den Einheiten die Stimmung war und wie man versucht hat, da dieses Spiel aufzuarbeiten und entsprechend dann dafür zu sorgen, dass man, dass man da beim nächsten Mal eben dann wieder näher an die 100% rankommt. Ja, das ist ja ein Prozess. Also das ist ja so ein Prozess, dass, was der Hagen vorher schon gesagt hat, dass das in den letzten 5, 6, 7 Jahren, keine Ahnung, immer wieder der Fall war. Aber das ist bei den anderen Mannschaften auch der Fall. Also es ist ja nicht so, dass wir jetzt irgendwie, dass es jetzt dramatisch ist, dass wir, wenn wir dorthin fahren und wir wissen, okay, da verlieren wir schon. Aber ich habe das Gefühl, dass wenn wir ins Spiel gehen, dass es unheimlich schwer ist, uns zu schlagen, wenn wir unsere Leistung bringen. Und das ist das, was man unter der Woche auch mit den Spielern auch immer wieder
immer wieder sagt oder dann auch natürlich die negativen Dinge, die im Spiel waren, auf Video, auf Bildmaterial dann nochmal zeigt. Und wenn das dann einfach gezeigt wird und man da einfach Sachen erzählt und Lösungen sagt, dass die Jungs das auch probieren umzusetzen. Und das ist ja auch die große Kunst, es dann im Training so zu machen, wie man das dann im Spiel haben will. Und dass wir einfach so einen Fehler, ich nehme jetzt das 2-1, dass halt sowas halt nicht mehr passiert. Und wenn das halt nochmal passiert, dann muss ich mir halt dann auch sagen, blickt es dann die Mannschaft in dem Moment nicht oder kann sie es nicht oder hört sie nicht zu? Und dann muss man halt handeln. Von daher ist es ein Prozess, es ist wie bei, ja, wie als Vater, wie als Psychologe, wo man immer wieder miteinander sprechen muss und irgendwann mal rattert es und dann ist es weg und dann sind wir alle glücklich. Sie hat es auch bewiesen, vorher waren es auch 3 Spiele ohne Gegentor. Gibt es noch weitere Fragen? Wenn es keine weiteren Fragen mehr gibt, Hagen, berichtige mich, wenn ich falsch liege, aber am Sonntag ist in den unteren Klassen im Kehrberg Kermespiel, was gerade in Kehrberg hatten. Ansonsten sehen wir uns am Samstag im Waldstadion Homburg um 14 Uhr, unterstützt die Mannschaft. Bis Samstag.